Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Warum ist das hier so nebelig? Ich hatte ja noch nie so Nebel. Oder ist mir das einfach nur nie aufgefallen? Weil der jetzt auch akustisch hinterlegt ist, keine Ahnung. Hört mal, hört ihr das? Nee, die Folge kommt jetzt irgendwann im Laufe des Tages. Das liegt ganz einfach daran, weil ich hatte kein Internet. Ich wollte gestern den ganzen Tag, wollte ich Elex hochladen, konnte ich aber nicht machen, weil ich den ganzen Tag kein Internet hatte. Deswegen kam Elex jetzt auch später, sofort als ich wieder hatte, habe ich natürlich dann direkt irgendwie hochgeladen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du RimWorld erst auf, wenn das Internet wieder geht, weil, ja, vielleicht gibt es ja auch Kommentare oder so. Deswegen nehme ich jetzt auf und nehme danach direkt noch eine auf. Das heißt, wenn es dann Kommentare gibt, kann ich dann wieder nicht antworten. Das heißt, ich nehme jetzt einfach auf. So. Damit wäre es. So, Direktbau ist noch gelegt. Wir setzen Valkyrie drauf. Die ist ja im Moment am Kochen. Wir haben... Ja, okay. Wir setzen Valkyrie nicht drauf. Solange hier noch Essen gemacht wird. Zumindest solange da noch Fleisch liegt. Solange einer da hier immer Fleisch hinlegt. Ich meine, ich bin hier auch am Überlegen. Zumindest die hier. Von kritisch auf wichtig zu setzen. Weil warum sollten hier beim Gefangenenraum Zeug liegen? Nachher machen die einen Gefängnisausbruch, wenn gerade einer hier reinläuft und sich Essen holen will, so Prinzessin Lea oder so. Ja, und dann GG, ne? Ach du Scheiße! Lauf! Come on, Supergirl! Okay, das ist jetzt Kacke. Okay, ich muss jetzt alle irgendwie losschicken. Okay, der wird gerettet. Die Wasserschweine, Alter. Mach sie platt! Komm schon, Supergirl! Alter, was war denn hier los? Das war ja voll das Wasserschwein-Battle. So, könnte jetzt mal einer bitte... Ja, rette Prinzessin Lea. Das muss schnell gehen. Keine Lust, dass Prinzessin Lea jetzt hier verkackt. Wer ist eigentlich unser Main Arzt? Keine Ahnung, wir nehmen einfach Joker jetzt. Ja. So, wie sieht's bei dem aus? Wie sieht's bei ihr aus? Sie stirbt in 11 Stunden, aber Valkyrie regelt bei ihr schon. Joker kommt jetzt dazu, aber Joker habe ich ja priorisiert. Okay, alle werden jetzt hier verarztet. Perfekt. Prinzessin Lea hat da richtig was abbekommen. Meine Güte. Also das habe ich auch nicht erwartet, dass die Wasserschweine, wenn sich die rächen, dass sich alle rächen. Das war mir neu. Okay. So, Zuweisung, Valkyrie. Nee, Beschränkung. Direktbau. Wobei ist wieder Nacht, ne? Wieso läuft denn die hier so den großen Weg? Also wir machen mal Zone. Arbeitsgebiet verkleinern. Direktbau. Okay, beobachte den Sternenhimmel noch zu Ende und dann... okay, die beiden brauchen natürlich wieder ihre Waffen, aber... Die sollen sich erstmal erholen.
Wobei, der kann doch schon wieder gehen. So, wo ist denn das Energiegewehr? Da ist die Sniper. Hier, so. Prinzessin Lea kann wieder laufen. Kannst ja auch schon mal ausrüsten. Ich meine, du kannst wieder laufen. Schlimmste ist eigentlich überstanden. Valkyrie pennt draußen. Sie ist hungrig. Okay, weißt du was? Du das hast einmal unbegrenzt, ja? Komm, Valkyrie. Du hast unbegrenzt. Los. Warum hat er das da jetzt fallen gelassen? Hast du gedacht, nee, komm, ich esse jetzt was, hat alles stehen und liegen lassen. So, von denen läuft noch nichts. Er ist außer Betrieb. Valkyrie, du darfst ruhig was essen. Du bist sehr hungrig. Ich will sie jetzt nicht zwingen aufzuwachen. Komm schon. Wenn sie am Verhungern ist, dann machen wir es. Aber wir lassen sie erstmal. Komm schon, wach auf. Du bist am Verhungern. Ich bin übrigens auch am Verhungern. Los. Steh auf jetzt. Die Nacht geht einfach nicht rum, ne? Komm, wir machen hier Ultranacht-Speedy. Bis sie aufsteht. Steh auf jetzt. Valkyrie. Ah, geht doch. So, jetzt ess was. Was ist das denn? Ein Rauchwandgürtel. Okay, Valkyrie. Sie isst. So, jetzt zack, direkt arbeiten. Damit sie auch mal vorangeht, ne? Komm, wir machen mal ein bisschen Speedy. Wir wollen die jetzt arbeiten sehen. Komm schon, Valkyrie, das kannst du schneller. Grundlagen Raumschiffe. Machen wir erstmal die Schiffssensoren. Nein, 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 nein! Okay, es geht noch. Jetzt habe ich extra pausiert, weil ich dachte, das geht nicht. Es wäre eh zu spät gewesen. Durch den Ultra-Speedy. Okay, weißt du was? Jetzt muss ich selber mal hier, damit die hier den Dings da rausholt. Sonst macht die das nämlich nicht. So, guck mal, jetzt ist die so schnell und baut so langsam. Jetzt, blub, hat sich selber weggebaut. So, jetzt können wir hier ja endlich wegmachen. Zack. So, jetzt muss sie nur noch den Boden glätten, danach ist sie entlassen. Scheint ja zu funktionieren. Und wie geht's ihren Bedürfnissen? Erholung? Ich meine, der Raum wird immer schöner, ne? Je mehr Boden sie glättet. Okay, jetzt heben wir die Beschränkung wieder. Jetzt habe ich schon wieder pausiert. Scheiße, das sind viele. Alter, das sind scheiße viele. Die kommen aber alle von unten. Okay, wie sieht's aus? Prinzessin Lea ist immer noch angeschlagen. Okay. Wir holen sie trotzdem, Captain Hook. Wen haben wir noch? Wo ist Spider-Man? Hier.
Okay, hier schleicht sich so auch einer von oben an. Nein! Wieso brauchst du dich so lang zum Schießen? Das gibt's nicht! Valkyrie! Das gibt's nicht! Los! Schieß! Weißt du was? Okay. Bam, Junge! Wieso kann Valkyrie selber laufen? Alter, die sind tot, bevor die da sind. Okay, Valkyrie keine unmittelbare Gefahr. Aber ich meine Spider-Man, hallo? Spider-Man? Ey, bist du da? Bist du tot? Wie, ist immer noch einer? Ach komm, Valkyrie, den machst du auch platt, ne? Mal hier ausgewichen. Perfekt. Mein kaputt, Junge. Valkyrie, schlag ihn kaputt. Jetzt kommt noch ein Alkoholexzess. Ach du Kacke. Okay, Hulk. Peter Pan ist der Healer. Dann machen wir mal hier wieder einen Speedy. Wie sieht's aus mit dem? Es geht ja nur darum, dass der hier nicht stirbt. Ninom, rette mal bitte das Präzisionsgewehr. Meine Güte, Prinzessin Lea, die kassiert hier, die kassiert und kassiert. Aber ich meine, hätten wir jetzt diese Verteidigung hier nicht gehabt, die hätten wir nicht aufhalten können. Da hätten wir uns wahrscheinlich in einem Gebäude verschanzen müssen und gewartet, bis irgendeiner kommt und uns rettet. Ein schlechtes Langschwert, das ist nicht gut. Darüber lässt sich streiten. Wie sieht's denn aus? Was hat ein Poison Ivy? Na gut, sie hat ein Plastall-Taschenmesser, ne? ...7,5... ...6,1... ...5,6... Arbeitsrausch. So, wie geht's Valkyrie? Sie ist eine einfache Mahlzeit. Wo brennt's denn? Jetzt geht das wieder los. Warum brauchst du die denn? Ach, sie braucht immer noch eine Behandlung. Wie unsere ganze Medizin da drauf geht. Aber gut. Dann geht's auf jeden Fall. Oh, endlich mal ein Großhändler. So, Firefly. Firefly ist doch unser. Ja gut, der ist aber. Haben wir noch einen besseren als Firefly? Egal, wir nehmen Firefly. So, wo sind die? Hier. Wir haben ziemlich viele Verletzte. Das ist echt krass. Ja, der soll chillen und danach... komm, ich habe extra gedrückt. So, die müssen jetzt alle langsam mal versorgt sein.
So, Gott sei Dank, wir verkaufen alles. Komm, weg mit dem Müll hier, ist nichts wert. So, hier können wir auch mal verticken. Aber Neutramin kaufen wir alles. Bauteile kaufen wir alles. Kraftstoff brauchen wir nicht. Können wir aber verticken. So, jetzt hier wieder den ganzen Müll. Boah, Alpaka-Wolle ist so scheiße viel wert. Penicillin, Stahl, kaufen wir einfach mal alles. So, jetzt verkaufen wir. Wir fangen unten an. So. Wir verkaufen. Alles, was irgendwie schon Schaden hat. Weil es könnte ja auch von einer Leiche getragen werden und dann wollen die das natürlich nicht. So. Hier, alles wird vertickt. Damit auch Batman wieder was zu tun hat. Jetzt hör auf damit. Bin hier, auch Bier, alles. Bier verticken wir alles. So, jetzt sind wir bei 5000. Was kaufen wir denn dafür? Scheiße. Wir können gar nichts dafür kaufen. Connected. Danke. Was können wir denn kaufen? Ich will keine Kriegsmasken. Wir könnten normalen Stoff kaufen. Komm. Wir müssen irgendwie... Warte, wenn wir den Kraftstoff weglassen. Wenn wir das Trockenfutter weglassen. Wenn wir Fleisch kaufen. So. Noch irgendwas, was wir nicht unbedingt verkaufen müssen? Bier? Doch, für Bier verticken wir alles. Machen wir einfach so, komm. Zack, guter Deal. Jetzt muss noch einer schnell das Fleisch reintragen. Ja, genau, so ein bisschen schneller könnte es schon gehen. Also Fleisch haben wir jetzt auf jeden Fall wieder einiges. Mal, hier ist noch ein bisschen mehr Fleisch. Alter, haben wir viel Stahl. Der wird abgerissen, den können wir auch abreißen. Wir haben viel zu viel Stahl. Neutramin? Wieso wird Neutramin da gelagert? Oder hat das nur gerade einer da hingelegt? So, schnell Fleisch rein. Leute, Fleisch rein. Leute, das Fleisch. Ein bisschen was ist noch da. Wieso hat Valkyrie das getragen? Soll sie ja nicht. Schade, dass sie die Waffen nicht genommen hätten. Die hätte ich nämlich auch gern vertickt. Prinzessin Leia ist noch am Healen. So, wie sieht's aus? Fleisch ist safe. Gut. Ich will nur mal gerade was testen, weil irgendwie kocht das mir zu langsam. Wo ist denn der hier? Kann man? Nee, ich habe vielleicht überlegt, vielleicht kann man ja hier die Kochplatte also halt schneller kochen, weil irgendwie kocht die Scheiße langsam. So, Granitwand. Und noch die beiden muss der. Wieder alle am Pennen. Was macht Hook? Er spielt Schach. Haben wir eigentlich irgendwo irgendwas vergessen? Hier könnten wir theoretisch noch einen Hocker hinmachen mit Rohstoffen.
Speichern. Aber was für einen Rohstoff sollen wir hier lagern dann? Jade. Ich würde sagen, wir lagern hier Jade. Es geht ja nur darum, dass es... Warum nicht, ne? Hat er direkt so ein paar Rohstoffe vor Ort. Ist jetzt nicht so, dass es hier so krass den Effekt hätte, aber... Wie viel Jade haben wir überhaupt? Ja gut, wir haben ein bisschen was. So, der Stoff wurde jetzt auch gesaved. Das muss noch weggerissen werden. Also Stahl haben wir jetzt ein bisschen. So, die ziehen weiter. Ich wollte gerade noch mal gucken, ob wir vielleicht doch nicht noch was zum Lagern haben. So, jetzt kriegen wir erstmal wieder Pillen. Das ist schön. Vielleicht bräuchten wir auch ein bisschen mehr Teufelsgarn. Und generell mehr Stoff. Aber wir haben so viel... Ja gut, eigentlich nicht. Den Stoff brauchen wir eigentlich hierfür. Wir könnten den Stoff eigentlich jetzt hier ein bisschen verbieten. Nein, schon wieder so ein Wasserschwein. Supergirl, wo gehst du hin? Irgendeiner in der Nähe, der helfen kann? Obwohl, ne, hat platt gemacht. Perfekt. Hat einen Biss kassiert. Ist, meine ich, vertretbar. Ein bisschen schade, dass sie nichts mehr machen kann. Was macht Joker eigentlich? Ach, Joker ist ja unser Putzer, habe ich ganz vergessen. Superman hat Hunger. Ey, der lebt immer noch. Jetzt hat er auch noch eine Arterienverstopfung. Wir könnten ihm ein neues Herz geben. Neues Gehirn wird schwierig. Aber hier könnten wir eigentlich mal testen. Diverse. Das funktioniert tatsächlich. Bauen wir hier nämlich so ein Ding hin, damit das ein bisschen schneller geht. Das dauert ein bisschen zu lang. Hier brauchen wir wahrscheinlich diese Dinger. Ich weiß aber noch nicht, wie man die am besten baut. Damit man so viele wie möglich auf einem Haufen haben kann. Hier steht nämlich irgendwas von 6. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie wir 6 von den Teilen nebeneinander bauen können. Ich meine, wir könnten ja eigentlich mal anfangen, ne? Einfach mal so sporadisch. Ja gut, theoretisch könnte man einfach so machen, ne? Wollen wir das denn überhaupt hier haben? Das ist eine andere Sache, ne? Oder wollen wir das woanders hin machen? Ich meine, wo wäre denn ein cooler Platz? Ich meine, wir könnten es auch hier reinmachen, ne? Hier ist so eine Ausbeutung. Ausbeulung. Wie viel Kraftstoff ist der jetzt eigentlich gestellt? Auf 1000? Tatsache auf 1000. Vorratskapsel, gucken wir mal nach. Ja gut, Alpaka-Wolle, ne, also... Schick. Wie sieht's denn mit der Energie aus? Nope. 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 Ich würde jetzt Valkyrie ungern zu priorisieren, weil im Moment, wenn hier Fleisch drin ist, dann muss sie kochen. Ich habe nämlich keine Lust, dass wir Fleisch verschwenden, weil es verdirbt. Und Joker ist ja im Moment der Putzer.
Ich meine, wir haben sonst keinen anderen, der baut, ne? Also man tut bauen wahrscheinlich keiner. Chewie könnte, aber Chewie ist im Moment 100% auf Bergbau. Könnten wir aber mal wegmachen, dann würde er aber weiter Kunst machen. Ich meine, wir könnten ja den hier mal verbieten, wobei wenn der jetzt hier fertig ist, es sind nur noch zwei Bereiche. Und dann muss erst wieder gebaut werden. Wie sieht es eigentlich mit den Tieren aus? Wie viele Tiere wollen wir jetzt eigentlich haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ein Wildschwein wäre noch okay. Und wir bringen den einfach alles bei. Scheiß doch drauf. Hat Captain Hook immer was zu tun. Mit Alpaka müssen wir gucken. Wir haben nämlich jetzt scheiße viele Alpakas. Die bringen auch scheiß viel Wolle. Jetzt weiß ich nicht, was mehr ist. Wenn wir nachher die Wolle verticken? Oder wenn wir Alpakas schlachten später, um Fleisch zu generieren? Oder wenn wir Alpakas verticken? Ich meine, uns geht langsam hier der Platz aus. Normalerweise hätte ich ja hier auch das ganze Zeug vertickt. Das wird jetzt bald auch hier drin gelagert. Uns gehen die Lagerkapazitäten aus. Normalerweise kennen wir das ja nur hiervon. Aber hier sieht es im Moment ziemlich... hier sieht es so eher aus, als ob wir später, also wenn wir jetzt noch ein paar Leute mehr bekommen, Probleme bekommen werden. So, hier liegt schon die Jade, das ist gut. Hier geht's auch voran, das ist auch gut. Aber wir haben unser ganzes Neutramin schon verbraucht. Schade, dass man Neutramin nicht irgendwie herstellen kann. Oder kann man irgendwie Neutramin herstellen? Ich bin nur zu doof dafür. Hier, wieso? Wir müssen Überlebensrationen. Wie viele können wir denn eigentlich? Hier ist ja Überlebensration, ne? Also 40. Da ist irgendwer im Schießrausch. Da habe ich jetzt den Radius extra nicht kleiner gemacht, weil eventuell, wenn das hier leer ist, weil die Träger beschäftigt sind, dann kann sie selber holen und eine Überlebensration herstellen, weil Überlebensration steht hier ganz unten, ne? Nicht geschafft, das tut mir leid. Hier muss auch weiter gebaut werden. War doch jetzt Marmorplatte, ne? Gut. Und sie hat ja jetzt eigentlich einiges hergestellt. Wir könnten sie nochmal auf Direktbau zuweisen, damit sie weiter den Boden glättet. Wir haben ja jetzt ein bisschen Nahrung. Dass sie anstatt hier unten langläuft, ne? Das wäre viel schneller. Und ich weiß immer noch nicht, ob wir hier eine Tür reinmachen müssen. Ja, erstmal was essen. Komm, jetzt machen wir Ultra Speedy. Damit das mal ein bisschen vorangeht hier. Aber ich glaube, ich habe hier sogar, warte, Boden glätten. So. Ja,
Können wir eh nicht viel machen mit. Okay, jetzt pennt sie. Machen wir die Zuweisung weg. Achso, wir haben noch Ultra Speedy. Ja, wobei es Nacht. Aber gut, die Folge ist vorbei. Praktisch zur Nacht. Oh, jetzt haben wir aber schön Wind. Nur hier wieder nicht, ne? Hier diese dreckige Baum. Diese dreckigen Bäume im Weg. Ich sehe es schon. Alter, das ist ja mitten in der Base. So wie es aussieht, haben wir gar keine Marmorsteine mehr. Aber hier haben wir noch Marmor. So, das heißt, wir wollten noch einen Zoo machen. Partyraum haben wir jetzt ja sozusagen. Wir könnten ja eigentlich noch Farblichter reinmachen. So einen kleinen Disco oder so. Aber dafür haben wir ja hier den Platz. Und überall diese Teile müssen auch mal wieder weggerissen werden. Hier muss repariert werden. Na egal. Das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!